alle Deutsche werden sterben. Was für ein Bullshit. Leider ist es so, dass die meisten diesen Film jetzt angeklickt haben, weil der Titel negativ ist und ihr auch mittlerweile eine negative Einstellung zum Leben bekommen habt. Und dafür möchte ich euch mitnehmen zum Kaffee auf Koh Samui. Hallo, liebe Zuschauer. Ich möchte euch mal zum Kaffee einladen, denn ihr habt ja nicht die Gelegenheit bekommen, bis jetzt nach hier zu kommen. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch jetzt gerade beim Kaffee seid. Ja, ich möchte auf einige Fragen eingehen, die immer wieder reinkommen bei YouTube. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal die Scheinwerfer aus dem Studio raus und bringe euch ins reale Leben hier auf Koh Samui. Hier im Hintergrund ist jetzt noch ein bisschen diesig. Wir haben, glaube ich, gerade 8 Uhr. Da sieht man also Koh Phangan noch nicht so gut. Und wir haben 28,3 Grad bei 93% Luftfeuchtigkeit. Ist also schon zum Schwitzen da. Ja, gestern bekam ich die Info, ja, die Touristen können jetzt wieder nach Thailand einreisen. Dann habe ich mir das mal näher angesehen. Also Touristen nicht. Also wenn man 14 Tage in Quarantäne gehen muss, man bekommt ein Armband an mit GPS-Sensor, man muss eine Krankenversicherung haben von so und so viel 1000 Dollar und. Das ist also nicht der Tourismus, den ihr mal kennengelernt habt, wie ihr hier auf Samui oder in Thailand gewesen seid. Glaubt mir, ich werde euch informieren, sobald das Ganze gelockert wird. Aber ich glaube, da wird sich nichts dran ändern. Die thailändische Regierung ist da ganz strikt. Die wollen keine Touristen eigentlich hier rein haben, weil die Angst haben, dass sie vielleicht den Dämon nicht unter Kontrolle bekommen, der da vielleicht aus der Flasche rauskommt. Ich glaube sogar, dass es noch schlimmer wird. Wenn das also wirklich in Bangkok mit der Politik der Regierung so schlecht dasteht, dass vielleicht ein neues Parlament gewählt werden muss, wo die Opposition stärker ist, damit die Demonstrationen aufhören. Glaubt mir, dann haben die erstmal genügend mit sich selber zu tun. Da sind die Politiker nämlich egoistisch und dann denken die auch gar nicht mehr an den Tourismus. Zumal wir haben ja jetzt fast ein Jahr ohne Tourismus und wer da nicht verreckt ist, auf gut Deutsch, ja, der hat es ja irgendwie geschafft und wird es auch weiter schaffen und daher werden die sich da gar nicht drum kümmern. Das, was ihr da immer hört, dass Touristen reinkommen können oder mit Visa 90 Tage, dreimal 90 Tage, das ist alles nur für diejenigen, für die Heimkehrer. Heimkehrer, diejenigen, die also hier gewohnt haben und die mussten mal nach Deutschland und die wollen wieder zurück, nur für die ist das. Ihr könnt das also, ich glaube, auch nächstes Jahr vergessen. Tut mir leid, also ich sehe da kein Licht am Ende des Tunnels, wenn die Politiker weiterhin so crazy sind. Ich werde mich auf meinem Kanal nicht damit beschäftigen, jeden Tag über Visa und wer weiß was euch zu informieren. Da gibt es andere, die machen das auch relativ gut. Wäre für mich aber auf Dauer zu langweilig. Ich möchte euch filmerisch was darbieten. Sprich, wie das Leben also hier ist, wie ihr das jetzt hier in der Vergangenheit auch gesehen habt. Dann zu einem oder zu drei Filmen, wo ich also die Festlichkeiten hier besucht habe und so viele Menschen waren da. Da kommt immer, hast du denn keine Angst da in den Menschenmassen, dass sie dich da infiziert? Nein. Man kann sich auch verrückt machen. Also,
Ich bin ja mittlerweile der Überzeugung, in Deutschland gibt es irgendwo einen Knopf und wenn man da drauf drückt, Angst, dann haben alle Angst. Unzufriedenheit, Knopf. Ihr seid in Deutschland so schnell manipulierbar. Das ist hier nicht. Weil hier auch, sag ich mal, die Kommunikation, der Informationsfluss nicht da ist und viele Leute sich auch nicht darum Scheißdreck drum kümmern. Und die leben einfach so weiter, wie es vorher auch gewesen ist. Und daher, ich gehe in den Menschenmassen mit. Ich bin zwar in dem Risikoalter mit 66, dass ich mich anstecken könnte. Ja, dann habe ich vielleicht auch Covid-19, sprich eine Influenza oder eine Grippe. Und wenn es mich erwischen sollte, dann ist es eben halt so. Ihr dürft mal nicht vergessen, in 2017 oder 2018, da sind 20.000 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben. Und hat da ein Hahn nachgekräht? Nein. Erst wie man bei euch auf den Knopf gedrückt hat, Covid-19, dann seid ihr alle aufgeschreckt und wir müssen das. Also die Deutschen sind ja so hingeberisch mit solchen Dingen, die Greta, mit der Umwelt. Sofort alle waren für die Umwelt. Dann war auf einmal der Diesel. Alle, die Diesel fahren, das sind Umweltverschmutzung, Killer sind das, ein SUVs-Fahrer. Also, ihr seid schon ein eigenartiges Völkchen. Und es scheint so, dass ich in 6 Jahren, wo ich also hier wohne, mich langsam davon abgesondert habe. Und vielleicht also den Lebensstil hier also von den Thailändern auch aufgenommen hat, das ein bisschen ruhiger zu sehen. Obwohl die Thailänder, die sind nicht wirklich ruhig. Wenn ich diskutiere mit Pitti, die sagt ja immer, diskutiere nur über etwas, wo du anschließend was ändern kannst. Es sind wahre Worte dabei. Nein, ihr werdet manipuliert mit der Angst. Diejenigen, die vielleicht meine Serie gesehen haben über Cobra, das würde ich mal hier oben verlinken. Ich hatte ja die Begegnung hier mit einer Cobra gehabt und hatte Albträume auch und bin aufgeschreckt. Und dann habe ich mir aber selber gesagt, das will ich nicht, ich informiere mich jetzt darüber. Ich habe die Sendereihe jetzt abgeschlossen, ihr werdet also noch ein paar Sendungen sehen. Insgesamt waren oder sind es 8. Ich habe keine Angst mehr davor. Ich war Auge in Auge mit einer Cobra und ich muss sagen, wenn man sich dementsprechend verhält, sie ein bisschen kennenlernt und auch was dagegen unternimmt. In meinem Fall ist das ja, dass ich Fanggeräte jetzt hier im Haus habe und ich hoffe, dass ich die niemals benutzen werde, genauso wie mein Feuerlöscher, der da unten steht, den ich hoffe nie zu benutzen. Aber ich habe was, ich habe mich informiert. Und ich hoffe, dass ihr den Vogel dann nicht so hört. Die haben heute zwar schon was zu fressen bekommen, aber manchmal sind sie wirklich laut. Dass ihr euch viel zu schnell verrückt machen lasst. Hier in Thailand, wir haben auch nicht so viele Tests wie ihr. Ihr seid ja praktisch, oder die Regierung ist ja dahinter, Neuinfektionen zu finden. Also wenn man nicht sucht, dann findet man auch nicht und nach dem Motto geht man hier erst. Und wenn jemand krank ist, dann geht er ins Krankenhaus und dann ist er infiziert und dann werden dementsprechend auch die Maßnahmen getroffen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe bisher nur einmal eine Zuschrift bekommen von jemandem, der zu dem Zeitpunkt auch Covid-19 hatte und sagte oder schrieb mir, er hätte Probleme mit den Geschmacksorganen. Also nicht, dass er jetzt stirbt. Wer kennt jemand, der Covid-19 hat? Und wie viele sind anschließend wieder gesund gewesen? Genauso wie bei der Grippe. Aber diese Maßnahmen, hier alles abzuschotten, die ganze Welt und die Wirtschaft runterkommen zu lassen, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und schon bin ich jetzt wahrscheinlich bei einigen ein Covid-19-Leugner. Nein, die Krankheit gibt es, ja. Aber man muss auch lernen, damit umzugehen. Wenn ich chinesische Beiträge, die ich mir manchmal ansehe, mir ansehe jetzt,
die sind schon seit einiger Zeit zur Normalität zurückgekehrt. Die arbeiten wieder, sonst bekämst du nämlich nicht deine Matratze in Deutschland, die aus China kommt, oder dein Fahrrad. Die arbeiten, die werden angehalten zu arbeiten. Natürlich sind da auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die da getroffen sind. Die haben auch Oktoberfest gehabt oder die sind jetzt gerade noch dabei. Die leben aber damit und werden nicht so isoliert wie ihr in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Denunzianten jetzt noch gefördert werden, dass man also bei der Polizei oder Ordnungsamt anruft und sagt, hier, mein Nachbar, der feiert gerade seinen Geburtstag und da sind Leute, die kenne ich nicht. Ja, und dann kommt das Ordnungsamt, die dürfen so ja jetzt in die Wohnung rein. Dann weiß ich nicht, wo Deutschland noch hingeht. Also da ist der Weg, wohl der falsche Weg eingeschlagen worden. Also hier in Thailand bei uns, wir leben das Leben ganz normal weiter. Wir haben zwar den Mundschutz, auch Temperaturmessung, da habe ich mich schon dran gewöhnt, mit der Maske. Da kann ich mich noch immer nicht dran gewöhnen, da ich meine, ich bekomme nicht genügend Luft. Aber da sagt auch keiner was, wenn ich die Nase frei halte, wenn ringsum keiner da ist, dann sagt auch keiner was. Ich habe einmal nur das gehabt, dass jemand gesagt hat, Maske, weil ich sie vergessen hatte, wie ich in die Pharmazie reingegangen bin. Ansonsten ist hier alles relativ normal und wir sterben hier nicht wie die Fliegen. So, ich habe schon fast den Kaffee vergessen. Ja, dann kam von einem die Frage, wie kommt es, dass bei anderen so viele Werbung eingeschaltet wird? Ihr müsst ja wissen, dass wir pro 1000 Klick, ich glaube 1 Cent oder sowas bekommt man. Also da glaubt man gar nicht, dass man also da muss man schon eine Viertelmillion, eine halbe Million Klicks haben, dass man mal vielleicht ein paar hundert Euro kriegt. Und dann hängt das Ganze davon ab, welche Werbung eingeschaltet wird. Und man kann auch selber, wenn man Filme über 8 Minuten hat, mehr Werbung reinbringen. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und ich sehe es auch nicht dringend notwendig, denn ich höre von anderen, da habe ich schon die 7. Werbung bekommen, da habe ich schon gar keine Lust weiter zu gucken. Nein, ich will euch ja informieren. Sicher, ich verdiene da auch etwas Geld mit, da bezahle ich mein Equipment von, auch Reparaturen. Im Moment ist zum Beispiel die Fernsteuerung von meiner Drohne in Bangkok und auch mein Osmo Pocket. Mein Zweitgerät, was ich mir noch angeschafft habe, das erste, ist auch in Reparatur. Das muss ja von irgendwas finanziert werden. Aber dass man jetzt davon reich wird, in dem Bereich unter 20.000 Abonnenten, kann man also vergessen. Und ich werde keine zusätzliche Werbung bei mir reinschalten. Ja, und ein anderer fragt, wieso bringst du jetzt auf einmal ältere Filme rein? Ja, einmal, das habe ich ja schon mal in einem Film erwähnt, ist es so, dass die Urheberrechtsansprüche mal hochkommen und dann muss ich also die Musik wechseln, ansonsten wird der Film blockiert, dann bringe ich also neue Musik rein. Oh je, mein Hündchen. Cem, ich filme gerade. Und das andere ist, dass ich jetzt rausgefunden habe, wie ich in anderen Sprachen mit Untertitel meine Filme noch ergänzen kann. Ich werde immer wieder gefragt, wieso nicht in Englisch oder Französisch. Und jetzt habe ich den Dreh raus, wie man das machen muss. Ist aber eine Menge Arbeit, denn ich muss den ganzen Text von mir nachgehen und ich habe ja meinen Dialekt. Und das manchmal hat er mich dann auch nicht verstanden, die Software von Google. Dann muss ich das also händlich korrigieren und dann muss man das in eine andere Software reinbringen und dann kann man das in die einzelnen Sprachen übersetzen. Also ich werde auf jeden Fall in Englisch, Französisch, Thailändisch, Russisch und Chinesisch. Das habe ich jetzt auch mal angefangen. Das würde ich in den 5 Sprachen würde ich die ganzen Sachen übersetzen. Ich erhoffe mir auch dadurch einen größeren Abonnentenkreis natürlich, weil ich ja sehe, dass
das schon für viele interessant ist, was ich hier von mir gebe oder was ich hier zeige. Ja, das zu diesem Thema. Ja, und filmerisch, ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt keine großartige Liste, was ich da so mache. Das kommt so aus dem Bau raus. Wenn irgendetwas Aktuelles ansteht, dann möchte ich euch eben halt mitnehmen. Und mir macht es Spaß auch zu filmen. Mittlerweile komme ich auch damit klar, vor der Kamera zu sitzen und frei zu reden, so wie mein Mund gewachsen ist. Das ist für mich ein ganz normales Leben hier. Und glaub mal nicht, dass ich jeden Tag an der Beach bin. Das kommt sehr selten eigentlich vor. Ich habe ja den glücklichen Fall, dass ich ja zum Strand gucken kann. Und das reicht mir schon. Wir haben hier auch unseren Alltag, den ich auch gerne lebe. Und ja, manchmal gehe ich zur Beach runter. Vor allen Dingen für Jem, der freut sich, aber der darf momentan nicht vom Arzt aus, weil er Probleme mit dem Fell hat. Er hatte anscheinend einen Pilz drin, er verliert auch sehr viele Haare. Und sie sagte also erstmal nicht ins Meer und er soll die Medikamente bekommen. Ansonsten gehe ich morgens dann schon mal spazieren an der Beach und genieße es eben halt auch, dass es da so ruhig ist, dass niemand da ist. Das hat mich zwar in der Vergangenheit keiner gestört, wenn man da vorbei spazieren geht, das kann ich also nicht sagen, aber es ist irgendwie, man fühlt sich auf einer Insel, also alleine. Ja, mein Kaffee ist fast leer. Ja, mal sehen, wenn mir wieder sowas hochkommt, dass ich dann nochmal ein Filmchen mache am frühen Morgen und mit euch einen Kaffee dann trinke. Ihr werdet ja heute, kommt ja der Film bei euch in YouTube rein, Samstag. Da hat man auch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe jetzt Freitag, muss ja jetzt erstmal den Film fertig machen. Ich will dazu also auch noch ein paar Szenen noch dazu schneiden. Nicht nur, dass ihr mich quatschen hört, das ist ja ziemlich langweilig. Okay, wenn euch das gefallen hat, dann bringe ich mal hier oben. Hier oben kann ich ja, hat es euch gefallen? Ja, nein. Das bringe ich dann mal rein und dann können wir mal sehen, ob ich das in der Zukunft nochmal mache, dass ich mal so ein paar Fragen von Zuschauern beantworte und was mir denn so auf dem Herzen liegt. Mir liegt es auf dem Herzen, dass ihr wieder zu einem normalen Leben kommt und lasst euch nicht verrückt machen. Wenn 20.000 Neuinfektionen da sind, das sind keine 20.000, die sterben. Ja, die sind krank, aber man kann denen helfen. Tschüss und alles Gute.